Hallösli, 2004. Heute habe ich mal ein Werbevideo. Und zwar einerseits für Adidas, aber was noch viel wichtiger ist, zur Rettung der Weltmeere. Und zwar erkläre ich jetzt erstmal, wie das zusammenhängt. Nämlich haben Adidas und die Firma Parley sich zusammengetan. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich Parley nicht und das erkläre ich jetzt erstmal. Also Parley will das Meer vom Plastik befreien. Denn im Meer ist jetzt ziemlich viel Plastik, unter anderem auch so Geisternetze, die von Fischern verloren wurden und wo sich halt Fische drin verheddern und das ist ja nicht so gut. Und Parley kämpft halt gegen diese Plastik, die Verschmutzung durch Plastik in den Weltmeeren. Und die werden dabei noch von Sea Shepherd unterstützt, das ist sowas ähnliches wie Greenpeace. Und die sammeln halt diese Netze und Flaschen und diesen Plastikmüll, der in den Meeren ist, und machen daraus Garn und daraus kann man dann ja verschiedene Sachen machen. Und die haben sich jetzt mit Adidas zusammengetan und produzieren damit unter anderem Schuhe, aber auch Trikots. Und hier haben wir zum Beispiel einmal ein Bayern-Trikot, das ist halt aus diesem Meeresplastik, hinten steht es auch drin, For the Ocean. Und zwar traut sich Adidas damit ja auch an größere Markenprodukte, die auch in einer größeren Stückzahl verkauft werden. Unter anderem die Ultra Boost Schuhe wurden schon mit diesem Garn gemacht, was aus Plastik ist. Und halt auch Champions League Trikots wie das Bayern Trikot und das von Real Madrid unter anderem. Und es ist natürlich eine ziemlich gute Sache und so kann es ja auch quasi jeder unterstützen, weil das Trikot ist ja ziemlich schick. Und ich meine, da kann man ja auch dann was Gutes tun, wenn man dieses Trikot kauft. Hier unten ist auch Adidas und Parley. Wird jetzt angezeigt oder ist drauf gestickt mit einem Aufnäher. Und was noch ziemlich gut ist, dass Adidas bezahlt für dieses Garn. Und das gibt diesem Plastik, der im Meer ist, natürlich auch einen gewissen Wert, weil da jetzt ja auch dann, weil dafür Geld bezahlt wird. Können sich das natürlich auch andere Leute holen, Privatpersonen oder andere Firmen, weil das Meer ist ja frei zugänglich für jeden, also mehr oder weniger. Wer weiß, wer da alles hinkommt mit seinem selbstgebauten Floß, aber dadurch wird es halt, kriegt dieses Plastik einen gewissen Wert, was ziemlich gut ist, weil dann ja auch Menschen kommen und sich das holen und dadurch noch mehr Plastik aus den Meeren geholt wird, was natürlich ziemlich wichtig ist, vor allem für diese jüngere Generation jetzt, die ja noch ziemlich lange auf dieser Erde lebt, also unter anderem auch für den Großteil der Zuschauer von meinem Kanal. Und ich hoffe mal, dass es auch ziemlich viel Plastik weiterhin gesammelt wird, damit dann auch vielleicht in der nächsten Saison schon die Heimtrikots von vielen großen Vereinen und noch mehr Champions League Trikots und vielleicht auch einfach Fußballschuhe schon aus diesem Plastikgarn gemacht werden können, weil das wäre ja ziemlich gut. Und ja, das war's in diesem Video. Ihr könnt mal unten den Link in der Beschreibung anklicken, dann kommt ihr zu diesen Produkten von Parley und Adidas. Und das war's in diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und ciao.